Hallo, ich freue mich, dass wir uns wieder begegnen dürfen auf diese Art und Weise. Es ist immer mein Herzenswunsch, mal eine Aufnahme zu machen, wo ich mit meinen Partnern rede und für sie bete. Heute ist letzter Freitag November 2018. Und es ist mein Wunsch, dass wir jeden letzten Freitag des Monats eine Aufnahme machen, in der ich Zeit nehme, und für die Leute zu beten, die uns in dieser Arbeit unterstützen. Als wir die Führung bekommen haben, die Wort Gottes auf YouTube hochzuladen, es ging darum, weil Gott uns wissen lässt, dass er nicht begrenzt ist, und zwar zu dem Ort, in dem wir wohnen, sondern dass er Kinder hat überall, die er auch will, dass sie das Wort bekommen, die er uns hier geschenkt hat. So haben wir angefangen, die Predigten auf YouTube hochzuladen. Und ich kann 100%ig sagen, dass es ein sehr, sehr großes Privileg ist, von dem Wort Gottes zu reden. Das Wort Gottes ist zu viel, dass ein Mensch es wagt, zu repräsentieren. Aber Gott in seiner Gnade wählt Leute aus, wie er sich entschieden hat, nicht die perfekten Leute, sondern Leute, die Gott sagt, okay, ich will, dass du mein Wort teilst. Ich will, dass du mein Wort teilst. Und so ist es gekommen, dass ich diese Ehre haben darf, das Wort Gottes rüberzubringen. Und ich will sagen, wie das mich immer ermutigt hat, wenn ich Rückmeldungen bekomme von Leuten, die sagen, Gott hat durch das Wort, durch dieses Wort, das und das in meinem Leben getan. Das ist meine größte Freude. Wir erkennen auch, dass, obwohl wir noch nicht so viel sind, aber wir sind so viel, verstehst du mich? Wir sind noch nicht so viel im Tal, aber wir sind so viel im Herzen. Wir sind so viel im Wert, in Worte, wegen Jesus' Blut. Und dass es wichtig ist, dass wir zusammenbleiben, dass wir wissen, was passiert. Ich habe die Ehre, hier in Leipzig die Gemeindearbeit mitzuleiten. Und ich bin extrem dankbar für jeden Menschen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, hier in der Gemeinde, die uns hilft, die Arbeit hier zu tun. Wir wollen aber auch nicht vergessen, die wunderbaren Menschen auch, die nicht in Leipzig sind, und zwar, ich rede von euch, die regelmäßig mit ihren Finanzen die Arbeit hier unterstützen. Ich will große, große Danke sagen. Große, große Danke. Wenn du wüsstest, wie viel das, was du gegeben hast, wie viel wir damit machen könnten, wenn du wüsstest. Und Gott hat es mir im Herzen gelegt, dass einfach, weißt du, es ist mein Wunsch, den Segen rauszusprechen. Und ich kenne den Bruder Paulus in der Bibel, dass er auch in einer Partnerschaft mit einer Gemeinde in Philippa war. Und wir werden aus dem Brief Philippa ein paar Worte rauslesen. Und ich erwarte, dass ich das benutze, den Segen rauszusprechen. Keiner gibt zur Gottes Arbeit und geht nach Hause mit leeren Händen. Das passiert nicht. Die Bibel sagt, wenn wir geben, wir sehen Samen. Und es ist mein Wunsch, dass jeder, der zu dieser Arbeit gibt, im Namen Jesus Christus erntet davon, was er gesät hat durch seine und ihre Finanzen. Bitte geh mit mir
Wir lesen Philipper Kapitel 1, dann gehen wir auf Kapitel 4. Und ich bin mir sicher, jeden Monat werden wir aus diesen Bibelstellen lesen und aus diesen Bibelstellen den Segen raussprechen. Ich habe mich auch gefragt, warum dieselbe Bibelstelle jeden Monat? Das Wort Gottes ist neu jeden Morgen. Das Wort Gottes verliert nie seine Kraft, egal wie oft wir das wiederholen. Ist das nicht wunderbar? Oh Vater, ich will dir danken für diese Zeit, die Gemeinschaft mit diesen wunderbaren Menschen, womit du uns hier in Leipzig gesegnet hast. Vater, du weißt, wie es mir im Herzen ist, weil ich diese Arbeit nicht für Spielerei nehme. Ich finde es das Wichtige, dass ein Werkzeug, womit du Menschen erreichst. Dafür ich bete, lass den Segen, das heute rausgesprochen wird, fruchtbar wird im Leben deiner Kinder. Nicht nur fruchtbar wird, sondern unverleugnbare Ergebnisse hervorrufen, die Menschen dazu bewegen wird, deinen heiligen Namen zu preisen. Vater, ich danke dir. So, wir werden Vers für Vers lesen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Und dann, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo der Segen gesprochen ist, dann spreche ich ja den Segen dazu. Vers 1, Philipper, Kapitel 1. Das ist der Abvers 1. Paulus und Timotheus, Knecht Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Das ist mein Gebet auch für dich. Alle, die mit mir zusammen sind in dieser Arbeit, die sich freut, dass Gott zu ihm oder zu ihr redet durch diese Arbeit. Gnade sei mit dir. Eine himmlische Befähigung sei mit dir. Paulus sagt, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Die Gnade Gottes, die dir Kraft verleihen wird, wo auch immer du dich befindest und was auch immer das sein mag, womit du dich beschäftigst, die Kraft Gottes, die es dir möglich macht, erfolgreich zu sein in den Dingen, die du tust, sei mit dir. Und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Die unbeschreibliche Ruhe Gottes. Du sollst nicht Depression haben. Du sollst nicht im Stress stehen. Der Friede Gottes, der alle Denken und Vernunft überschreitet. Der Friede Gottes, der in dir wirkt. Und Leute werden fragen, bewegt es dir gar nicht, dass alles ja kaputt geht? Und du wirst sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Dieser Friede sei mit dir. Du kannst nicht mit dieser Arbeit in Verbindung stehen und du leidest durch Satans Stress. Das darf nicht sein. Ich bete im Namen Jesus Christus, der Friede Gottes sei mit dir. In deiner Ehe, in deiner Beruf, in deiner Beziehung, was auch immer das sein, wo auch immer das sein, wo Unruhe bis jetzt geherrscht hat. Ich sage, der Friede des Herrn sei mit dir im Namen Jesus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freude fürbitte tue. Ich danke Gott. Es freut mein Herz immer, wenn wir unsere Predigt hochladen und ich höre zurück von Leuten. Es freut mein Herz und ich danke Gott für euch. Ich danke Gott für dich, dass du sagst, ja, ich will mit diesem Mann, ich will mit diesen Leuten in Leipzig in Verbindung stehen im Glauben des Herrn. Ich danke Gott und ich bete, dass unser Gott im Himmel euch
heimsucht, dich heimsucht, da wo du ihn brauchst, im Namen Jesus Christus. Liebe, bei uns geht es nicht nur oder geht es nicht darum, nur Predigt hochzuladen und Klicks zu haben. Nein, nein. Bei uns geht es darum, dass Menschen das Wort bekommen, nicht nur das, dass Menschen durch das Wort Gottes Gott erleben. Das ist es. Es geht nicht um Klicks, es geht um Leben. Es geht nicht um Klicks, es geht um Leben. Und darum freue ich mich immer. Und ich danke Gott für euch. Ich danke Gott für dich. Ich danke Gott für euch, die durch das Wort Gottes aus hier, aus Leipzig, die sagen, Gott hat mich gesegnet. Ich bete, so wie Paulus hier betet. Und ich freue mich immer. Es ist sogar manchmal geschehen, dass wenn wir es nicht geschafft haben, am Sonntag die Predigt hochzuladen, dass einige schon schreiben und sagen, oh, wo ist die Predigt? Da musste ich sagen, oh, tut uns leid, wir haben noch nicht geschafft. Das freut mein Herz immer. Und ich sage euch, ich nehme diese Arbeit nicht gleichgültig. Nein, 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 nein. Ich nehme es ernst. Weil jeder, der da ist und der das Wort hört, ist für mich sehr, sehr wichtig. Jeder. Und ich weiß, es gibt noch Menge, die Gott zusammenbringen wird, weil Gott ein großes Haus baut. Und Gottes Haus wird keine Grenze haben. Vers 4, Vers 5. Warum dankte ihr? Er sagte, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Als Paulus angefangen hat, lasst mich weiterlesen, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es gibt eine Gemeinschaft am Evangelium. Und das ist genau, was passiert. Ich habe das Vorrecht, das Wort zu bringen. Du hast das Vorrecht, das Wort zu nehmen. Und viele von euch nehmen extra straight. Und sie geben. Es ist Gemeinschaft. Und ich freue mich, seitdem wir begonnen haben, dass einige mit uns eins geblieben sind. Und wir freuen uns gemeinsam über das Wort, was Gott bringt. Und man freut uns über Rückmeldung oder über Fragen, die rüberkommt aufgrund des Wortes, das aus hier gegeben wird. Es ist eine Gemeinschaft. Einer darf reden, der andere darf hören. Und wir alle genießen Gottes Segen gemeinsam. Es ist eine Gemeinschaft am Evangelium. Das ist, was passiert hier. So denkt nicht, dass du nur tolle Predigt hörst. Nein! Du hörst nicht nur ein toller Predigt. Du bist in einer Gemeinschaft mit uns hier. Am Evangelium. Die Bibel sagt, wir werden sie hören, wenn keiner gesandt ist. Aber weil einer gesandt worden ist, haben sie gehört. Und weil sie gehört haben, entsteht der Glaube. Lass mich weiterlesen. Vers 7. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch alle denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinem Felsen als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Ich will, dass ihr was versteht, sagt. Paulus sagt, dass das Volk in Philippa hat Anteil an seinem Fessel, hat Anteil an der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Sie haben Anteil in dieser Gnade. Und das ist sehr wichtig. Was auch immer Gott hier tut, du hast Anteil davon.
Lass mich etwas sagen, was viele nicht wissen. Ein Leiter in der Gemeinde zu sein, ist nicht, was jeder machen kann. Es ist die Gnade Gottes. Es gibt Schwierigkeiten in so einer Aufgabe. Wie alle Aufgaben, kann man so sagen. Es gibt Dinge, die du durchmachen musst als Leiter. Und du sagst Gott, nur du kannst mir helfen. Und weil du aber mit mir bist, da weiß ich, ich bin nicht allein. Manchmal will manche Leute aufgeben. Ich sage dir, manche Probleme werden dich in die Ecke drängen. Und du wirst überlegen, aufzugeben. Aber dann weißt du, nein, es geht nicht um dich. Es geht um Leib Christi. Und es gibt Leute, die Gott mit dir gepflanzt hat, die mit dir gehen. Und wenn du an sowas denkst, da kommt wieder Mut. So, nicht alles funktioniert pillepalle oder perfekt, wie man sich wünscht. Aber wir danken Gott, dass seine Gnade uns nicht erlaubt, leer zu bleiben oder aufzugeben. Oder wenn wir das Wort Gottes verteidigen, wenn wir anfangen, das Wort zu predigen, wie es in der Bibel steht, nicht wie wir uns vorgestellt haben, nicht wie unsere Denomination uns gesagt haben, das ist die Verteidigung des Evangeliums. Wir stehen zusammen in dieser Sache. Wir stehen zusammen in dieser Sache. Ihr habt Anteil davon. In den Bedrängnissen oder in der Bekräftigung. Jemand rief mich neulich an und sagte, wow, ich habe es immer anders gehört, aber jetzt habe ich verstanden. Nicht, weil ich wunderbarer bin als andere Leute, aber Gott hat sich erlaubt, dass durch diesen Dienst, dass Klarheit zu dieser Person kommt. Das ist, was wir machen. Und du hast Anteil in dieser Arbeit. Warum? Weil du nicht nur da sitzt und aufnimmst, was gesprochen wird, weil du auch aus dem, was Gott dir gegeben hat, überweist auf das Konto der Gemeinde, wegen der Arbeit der Gemeinde, um die Arbeit hier zu unterstützen. Du hast Anteil davon. So, darum wird es mich nicht überraschen, wenn der Segen Gottes dich heimsucht, wie du dir noch nie vorgestellt hast. Es wird mich nie überraschen. Warum? Weil es Segen gibt. Es gibt Segen im Dienst des Herrn. Lass uns weitergehen. Ich bin gespannt, wie viele Verse, die wir heute machen werden. Aber wie gesagt, jeden letzten Freitag des Monats, Gott hilf mir, werden wir ein Wort hochladen des Segens. Während wir das lesen, spreche ich den Segen raus. Und du, bitte, du sagst immer Amen. Du sagst immer Amen. Du sagst immer Amen. Und so wie du Amen sagst, so geschieht es in deinem Leben. Weil ich hier nicht umsonst sitze. Ich bin von Gott gesandt, seine Leute mitzugehen, weil Gott vorhat, durch uns sein Licht strahlen zu lassen in unserer Gesellschaft. Ich denke, lass uns Vers Kapitel 4 nehmen. Kapitel 4 gefällt mir auch. Ab Vers 10. Ihr müsst verstehen, Paulus sagt hier, Kapitel 4, ab Vers 10, ich habe mich aber sehr gefreut um im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Hör mal zu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Das ist erstmal gut. Und das müssen wir auch sagen. Die gute Sache mit Gottes Arbeit ist, wir sind in keiner
Wettbewerb sein mit anderen Diensten. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen Gemeinden. Nein. Wir lernen, damit zu gehen, was Gott uns gegeben hat. Und uns zu freuen in den Dingen, die wir haben. Eines Tages, ich habe hier gebetet und ich bete Gott, erweitere den Dienst, erweitere die Gemeinde und ich bete für verschiedene Dinge, die ich mir wünsche, die geschehen wird. Und Gott stoppte mich inmitten meines Gebets und sagt: Weißt du, dass es tausend von Pastoren gibt, die beten und fasten, zu haben, was du jetzt hast. Woo! Es gibt tausend von Pastoren, die fasten und beten, zu haben, was ich jetzt habe. Weißt du, was Gott sagt? Lerne, dankbar zu sein dafür, was du hast. Lerne, es zu feiern, was du hast. Und ich kann Gott bis morgen nicht danken. Ich danke Gott. So, das ist genau, was Paulus uns sagt. Und das ist wichtig für dich. Ja, es gibt einen Ort, wo Gott uns hinnimmt. Wir sind aber noch nicht da. Wir dürfen nicht traurig sein. Wir sind unterwegs. Vergesse nicht, in Vers 1, Kapitel 1, Vers 6, Paulus sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag des Jesus Christus. So, ich mag noch nicht erreicht haben, wozu ich berufen bin. Ich weiß, dass ich unterwegs bin. So, was soll ich machen? Mich freuen. Freue dich über dem, was du hast. Darum freue ich mich über euch. 2, 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute, 20 Leute, 50 Leute, die mit uns in der Gemeinschaft im Evangelium sind, die regelmäßig finanzielle Unterstützung geben in der Gemeinde. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich danke Gott. Wie gesagt, es ist nicht Zahl, das zählt. Es ist das Herz, das zählt. Und das ist genau, was Paulus hier sagt. Und das lernen wir auch. Und darum will ich einfach mich freuen. Ich will das feiern, dass wir zusammen sind im Dienst. Ich will es feiern. Ich freue mich. Immer wenn ich vor Kamera stehen darf und eine Botschaft geben darf, ich freue mich. Es ist ein Privileg, es ist eine Ehre. Und ich sage dir, es begeistert meine Seele. Wenn es mir möglich wäre, würde ich jeden Tag etwas hochladen wollen. Glaub mir. Glaub mir. Vielleicht irgendwann wird es uns möglich, dass wir tägliche Sachen hochbringen. Vielleicht. Davon träume ich. Aber was wir jetzt im Moment machen, ich bin extrem dankbar. Und ich danke Gott dafür. Wo waren wir gerade? Denn ich verstehe mich auf arm sein, ich verstehe mich aber auch auf reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu sein, als auch Mangel zu leiden. Er gefällt mir. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Es mag noch nicht wunderbar sein. Weißt du, ich sage immer, Leute, und das will ich dir auch sagen, das ist meine Stärke. Verliere nie deine Freude. Verliere es nie. Letzten Jahr, ich hatte eine schwierige Situation. Sehr schwierige Situation. Dass alles, es sah so aus, als ob alles, was ich hatte, werde ich verlieren. Und ich habe 5 Tage Fasten in Leben gerufen. Nicht zu beten, Gott zu preisen. Fasten und Lobpreis. Verstehst du mich? Ich habe diese Woche lang nicht gebetet, nur Gott gedankt. Weißt du, Probleme sind da, dich runterzudrücken, deine Freude kaputt zu machen,
Traurigkeit in dich hineinzubringen. Und wenn Traurigkeit bei dir Platz findet, dann kommt Depression. Wenn Depression bei dir Platz findet, dann fängt deine Seele an, Macht zu verlieren. So kommt Krankheit. Und das, die schlimmste Krankheit ist Krankheit der Seele. Darum hat David gesagt, lobe den Herrn, meine Seele. David merkte, nein, ja, Tod jagt mir nach. Aber ich darf mich freuen, ich soll mich freuen, solange ich meine Freude hochhalte. Da so habe ich Hoffnung im Leben. Ich weiß nicht, was du durchmachst. Bitte verliere nie deine Freude. Unser Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Sarah, der Gott Israel, er ist immer noch unser Gott. Er ist fähig, nicht nur fähig, will ich deine Situation zu verändern. Was soll ich machen? Freue dich. Freue dich. Nimm dir Zeit zu tanzen, zu singen. Nimm dir Zeit, dir zu sagen, ich freue mich in dem Herrn, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vers 14, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahm an meiner Bedrängnis. Alle, die geben, ihr habt recht gehandelt. Alle, die für uns beten, ihr habt recht gehandelt. Alle, die mit uns in der Gemeinschaft sind, ihr habt recht gehandelt. Du hast recht gehandelt. Es ist etwas Gutes, dass wir gemeinsam in dieser Arbeit sind. Dass ich das Wort geben darf und du empfängst das Wort. Und wir alle zusammen erleben das Wort. Ist das nicht wunderbar? Du hast recht gehandelt. Du hast niemals deine Zeit vergoldet, wenn du da hinsitzt und das hörst. Oder wenn du das weiterteilst an andere Leute. Du hast recht gehandelt. Eigentlich, das sollen wir jetzt anfangen zu tun. Wenn du es gehört hast und du bist dadurch gesegnet, teile es andere Leute. So bist du auch ein Verteiler des Wortes Gottes. Und ihr, Philipper, wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums keiner Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Versteht nun, unsere Gemeinschaft kommt zu Geben und Nehmen. Du musst fragen, wo haben sie genommen? Sie gaben. Lass uns weiter lesen. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. So, die Gemeinde in Philippa hat sich auf sich genommen, Paulus' Arbeit regelmäßig zu unterstützen. So, sie haben Finanzen geschickt. Für uns, man wird von Finanzen reden. Aber Paulus sagte etwas. Wenn du zur Arbeit Gottes gibst, es gibt ein Nehmen. Geben und Nehmen. So ist Gemeinschaft. Zeigt mir eine Gemeinschaft, wo es nur Geben, 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 Geben ist, ohne Nehmen. Diese Gemeinschaft wird sterben. Darum ist es für mich wichtig, dass du nimmst. Halleluja. So, wenn du hier gibst, bitte, du hast nicht weggegeben. Das, was du gibst, kommt zurück zu dir. Darum ist es für mich wichtig. Immer wenn ich mitbekomme, dass, wow, Leute haben wieder gegeben, die nicht zu der Gemeinde gehören, die unsere Predigt auf YouTube gehört haben, da sagt mir Gott, ich will, dass sie was bekommen. Niemand darf zu dieser Arbeit umsonst geben. Niemand darf. Ich bete mit meinem ganzen Herzen. Es ist Geben und Nehmen. Weil du gibst, Gott gibt dir zurück. Gott gibt dir zurück, weil du gibst zu dieser Arbeit. Weil du es für wichtig gehalten hast, Gottes Arbeit hier in Leipzig zu unterstützen. Himmel wird nicht aufhören, bis du Überfluss hast. Mein Herz spricht davon. Wir sind glücklich hier in Leipzig. Es ist Geben und Nehmen. So, darum bin ich da, damit du nimmst.
damit du nimmst. So, während ich den Segen rausspreche, bitte, bitte, sage Amen. Sage Amen und meine es. Du fragst, mit wem schreist du nun jetzt? Ich streite gegen die Lüge des Satans, die sagt, dass wir nichts zu gewinnen haben. Es ist geben und nehmen. Du gibst, du nimmst. Halleluja. Du gibst, du nimmst. Wir geben und ihr gebt zurück. Und ihr müsst zurückgeben, bekommen. So ist geben und nehmen. Und niemand hört auf. Warum? Weil wir immer geben. Ich gebe, ich bekomme. Du gibst, du bekommst. Ich gebe, ich bekomme. So fließt es. So soll es funktionieren im Leib Christi. Lass mich weiterlesen. Paulus sagt etwas. Was für Paulus das Wichtigste ist. Er sagte, nicht, dass ich nach der Gabe verlange. Ich habe bis jetzt nie gebettelt, dass ihr geben muss. Aber ich merke es plötzlich, oh, Leute geben. Okay, dann muss ich mich aufmachen. Dann müssen wir was machen. Dann müssen wir den wissen lassen, dass es ein Segen gibt im Geben. Paulus sagt nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern, bitte, bitte, hör richtig durch, Vers 17, Kapitel 4, Philippa, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Es gibt eine Frucht im Geben. Was auch immer Gott hier tut, was auch immer wir hier erleben als Zeichen und Wunder, weil ihr zu dieser Arbeit gibt, dasselbe und mehr sollst du erfahren im Namen Jesus Christus. Mein Herzenswunsch ist, dass du alles, was du gibst, deine Gebete, deine Mutigungen, deine finanzielle Unterstützung, dass das ausfällt zu deiner Rechnung. So wie du ja gibst, so wird dein Konto größer werden, laut meinem Verständnis dieser Bibelstelle. So bitte, ich sitze nicht hier, um zu betteln. Nein, ich sitze hier, weil ihr schon angefangen habt zu geben. Und ich sage, bitte, du wirst zurückbekommen. Du sollst zurückbekommen. Im Überfluss. Du wirst und du sollst zurückbekommen. Du musst zurückbekommen, weil du gesät hast in dieser Gemeinde. Und es wird geschehen. Ich bete, weil du gegeben hast zu dieser Arbeit. Himmel wird zurückgeben. Mehr, als du dir je vorstellen konntest. Im Namen Jesus. Paulus sagt, ich habe alles. Und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Alles, was du gibst, ist lieblich, ist Wohlgeruch, ist angenehmes, Gott wohlgefällig. Wie gesagt, es geht nicht um Menge. Bestimmt Gott wird einige von euch sagen, was ihr geben sollt. Aber bitte, es freut mein Herz. Wir freuen uns. Und bitte, ich muss das nochmal betonen. Bei manchen, wir haben Schwierigkeiten, Spendebescheinigung auszuteilen wegen Steuererklärung. Weil wenn wir deine Adresse nicht haben, können wir Steuerbescheinigung nicht austeilen. So bitte, wenn du Spendebescheinigung brauchst, wegen Steuererklärung, weil wir ein eingetragener Verein sind, wenn du Spendebescheinigung brauchst, benötigt, bitte, du musst uns deine Adresse geben, dann können wir am Ende des Jahres das Ganze, was du gegeben hast im Jahr, dir eine Spendebescheinigung geben und damit kannst du deine Steuererklärung machen. Bitte, es ist mir jetzt gerade aufgefallen und eingefallen, eine von den beiden. Paulus sagt, ich habe Überfluss, aber was du gegeben hast, ist angekommen. Unser Herzen hat das empfangen. Und weil das Freude erzeugt hast mit unter uns, Himmel freut sich wegen deines Gebens.
Nun kommt Vers 19. Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mein Gott, der mit uns angefangen hat, als wir nur 2 Leute waren in dieser Gemeinde. Mein Gott, der uns so weit geführt hat, dass wir anfangen zu erleben, was er tut. Mein Gott wird alle euren Mangel ausfüllen. Alle. In Finanzen, in der Ehe, in der Beziehung, wo du arbeitest, in der Gesundheit, wo auch immer etwas dir fehlt, was du brauchst, um gutes Leben zu führen. Mein Gott wird allen, nicht manche, allen eure Mangel ausfüllen, im Christ, gemäß seiner Reichtum, im Christus Jesus. Das ist mein Gebet. Ich bete im Namen Jesus Christus, der Gott, der Herrscher, im Namen Jesus Christus, der für mich und für dich gestorben ist, im Namen Jesus Christus, der hoch über alles erhoben worden ist, der den Namen hat, der über alle anderen Namen ist. Und wenn dieser Name gerufen wird, jedes Knie beugt sich auf dieser Erde, beugt sich im Himmel und beugt sich in der Hölle und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Ich bitte im Namen Jesus Christus, mein Gott, der Gott Abrahams, der Gott Jabes, der Gott Samuel, der Gott Hannah, der Gott Jakob, der Gott Isa, der Gott Paulus. Mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Nach seinem Reichtum in Christus Jesus. Im Namen Jesus Christus. Liebe, ich sage dir, weil du gegeben hast, weil du mit uns in dieser Gemeinschaft bist, dein Leben wird nicht dasselbe bleiben. So wie der Segen Gottes sich ja manifestiert, so manifestiert sich auch Gottes Segen in deinem Leben im Namen Jesus Christus. Danke nochmal. Danke nochmal. Danke nochmal für deine finanzielle Unterstützung. Danke nochmal. Du wirst es niemals bedauern. Die Bibel sagt, du wirst es niemals bedauern. Danke. Ich habe den Segen auch gesprochen, gemäß der Autorität Gottes in meinem Leben. Als Pastor in dieser Gemeinde, als Diener auf dem Weinberg Gottes, als Repräsentativ Gottes Autorität in diesem Dienst. Ich spreche diesen Segen raus, weil wir in einer Gemeinschaft im Evangelium sind. Und so wie du gibst, so bekommst du mehr und doppelt. Im Namen Jesus. Keiner, der zu dieser Arbeit gibt, darf leer bleiben. Unmöglich. Unmöglich. Keiner, der zu dieser Arbeit gibt, darf leer bleiben. Unmöglich. Unmöglich. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, weil wir Autorität haben im Namen Jesus Christus. Ich danke dir, weil es profitabel ist, in deine Arbeit hinein zu investieren. Vater, ich bete, lass diese Arbeit Menschenleben berühren. Lass diese Arbeit benutzt werden von deinem Reich, Menschenleben zu verändern, damit dein Name verherrlicht wird. Vater, ich danke dir, ich preise dich. Gelobt ist dein heiliger Name. Im Namen Jesus. Amen. Bevor ich gehe, unsere Tune-Konferenz 2019 kommt im Januar. Bald kommt Flyer raus, Tune-Konferenz 2019. Januar 25. bis 27. hier bei uns in der Gemeinde in Leipzig. So, wenn du in Leipzig bist, bitte, markiere schon diesen Kalender. Wenn du Leute in Leipzig kennst, lass sie wissen. Zion-Konferenz ist eine prophetische Versammlung und es deutet auf unsere Identität in Christus. Wenn du weißt, wer du bist, du wirst wissen, was dazu steht. Im Laufe der Zeit kommt noch mehr, vielleicht Werbung oder Ansage darüber. Aber danke für diese Zeit. Bitte, bitte, bitte weiter für uns hier. Und ich bete für euch alle. Lasst mich hören, was Gott tut. Und lasst eure Unterstützung weiterkommen zu uns. Gott segne dich mächtig. Im Namen Jesus. Amen.